Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Blasphemous für die Switch. So, den guten Boss hier haben wir ja besiegt, aber wir haben natürlich immer noch nicht alles andere geschafft hier. Also, was heißt geschafft? Wir haben noch keine, nicht alle Wege erkannt, wie man sieht. Guck mal, da gibt es noch ein paar Wege, die nach oben, nach unten, ne? Da waren wir überall noch nicht. Das werden wir jetzt auch nochmal machen. Achso. Ja. Gab's hier, irgendwo gab es doch hier noch so einen Weg, wo wir nicht längs konnten, ne? Wo war denn das? Das war da unten, ne? Da oben, da gibt es noch einen Weg. Da müssen wir, und da unten ist auch noch ein Weg, da machen wir auch noch nicht. Da gehen wir auch noch längs. Da kommen wir nur zum Büßer, da müssen wir jetzt nicht hin. Ach man. Ach Mist. So, runter. Mist. Ah, so ein cooler Move und ich komme so selten dazu, den zu gebrauchen. So. Genau, ganz hinten links kommt man noch hin, aber da können wir irgendwie sehen. Hey, was hab ich doch da? Oh ja. Gut. Weg. Da komme ich glaube ich nicht hoch, ne? Das war? Doch. Doch hoch, hä? Stimmt, ich komme da nicht rüber. Diese Wurzeln müssen für irgendwas gut sein, aber kommen wir ja irgendwie nie hin. Das nervt so ein bisschen. Ah, ist doch klar. Ich wollte doch nur schnell längs leiden. Ja, klar. Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr rein, ne? Da hatten wir alles geholt, genau. Aber trotzdem müssen wir vielleicht mal schon Leben holen hier, warte mal. Die müssen wir auch nicht besiegen. Können wir theoretisch auch runtergehen. So, jetzt gibt es zwei Wege, ne? Wir sind mit den rechten hier gar nicht gegangen. Lieber alles entdecken, als gar nichts entdecken. Ein Anatomie geöffnet. Die Seite zeigt die Abbildung eines Oberschenkelknochens. Die Anatomie der Abbildung eines Schienbeins. Hoch. Kniescheibe. Okay. Schon irgendwas zu bedeuten, aber weiß jetzt gerade nicht was. Wo da gehen? Ach, diese Viecher, scheiße. Habe ich da aber auch so einen anderen, habe ich nicht so einen anderen Move noch, den ich nutzen kann dafür? Verstärkt die Kraft und Ausdauer von Gebeten, erhöht aber auch deren Kosten.
Angst der Büße und Toten erhöht sich der Angerschaden. Wird kein gesegnetes Schutzgeld, kann er mehr rüber. Mann! Nervt doch ein bisschen. Bin ich hier so ein Power, das ich nutzen kann? Yes! Er hat den auch selber gekillt. So. Aber wie kommt man denn da hoch? Wie kommt das Geht da runter? Okay. Geht da auf? Da komme ich ja nicht hoch. Komme ich auch nicht hoch. Hier ist noch ein Schalter. Ah, da komme ich hoch. Haha. Guck mal, kann man hier oben längs. Bringt das ja auch nichts. Oder kann ich da rauf? Gibt's noch, geht's noch einen höher? Nee. Ach doch, warte. Aber das geht da jetzt trotzdem noch zu. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Warte mal. Und dann mal gucken, wie es geht. Irgendwann muss man das ja hinkriegen, dass das. Ist hier drin? Aha. Perle? Fingerlied von Alkan Archivan. Was ist er hier? So. Ach, sind wir hier? Okay. Also okay, das da mehr war da nicht. Hä? Wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn funktionieren? Hä? Warte mal. Wer so macht? Jetzt geht er auf. Jetzt so. Wieder auf. Das geht jetzt so. Kann man da gar nicht reinkommen. Also man kann da wahrscheinlich reinkommen, wenn man den unten jetzt bewegt, den darüber bewegt vielleicht. Dann komme ich da. Doch, warte mal, dann komme ich da rüber. Warte mal. Zwar. Aha! Ist so vielleicht. Was ist da drin? Loquiana. Was ist Loquiana da? Ist eine Maus? Was kann der? Eieiei! Das sieht doch gut aus. Gut. Und da unten waren wir. Da unten sind wir, hier sind wir durch gewesen, ne? Da geht's aber noch runter, da waren wir noch nicht. Da gehen wir nochmal hin. So. Nein! Oh. Na gut. Bitte. Oder? Genau, da ging's längs und dann konnte man sich da auch noch runterfallen lassen irgendwo. Beziehungsweise runterklettern. Ja, komm, wir speichern einmal hier nochmal.
Den Blocken geht's ganz gut eigentlich da. Bei solchen Gegnern, merke ich gerade. Ein bisschen bei allen Gegnern wahrscheinlich. Aber hier kommt man nämlich noch runtergehen. Das haben wir gar nicht gemacht. Okay, können wir so machen. Was hier? Wo ist der Knoblauch? Das kann nicht sein. Ich hätte schwören können, dass die Kerze auf dem Gemälde brannte und dass der Raum erleuchtet war. Verliere ich jetzt meinen Verstand? Ja, tust du. Wir holen dich auch mal da oben runter. Oh, was mache ich denn? Du weißt nicht, der Fall. Okay. Geh erstmal hier rein. Gut, oder gehen wir erstmal in die Richtung. Mal gucken, ob es das eine einfach vielleicht nur ein einzelner Raum ist. Nicht so weit laufen müssen. Hier meint er bestimmt, dass es leuchtet, ne? Aber wie kann man das zum Leuchten bringen? Kann man da irgendwie hinten durch? Also hier ist auf jeden Fall ein Geheimgang garantiert drin, soweit wie ich da reinlaufen kann. Muss man wahrscheinlich irgendwie hier mit den... Hat man da irgendwas, womit man das machen kann vielleicht? Große Perle aus roten Wachs. Was ist das? Gewichte waren schuld. Also irgendwie kann man es bestimmt machen, aber ich weiß auch nicht wie. Gut. Gehen wir in die andere Richtung. Ah. Ich habe Angst. Das Kleine hört nicht auf zu schreien. Sobald wir es in die Arme der Weidenfrau legen, als wäre es seine Mutter. Ach so, hört auf. Okay, manchmal habe ich das Gefühl, es würde tatsächlich im Leben diese Dinge stecken. Manchmal scheint es sich im Dunkeln hin und her zu wiegen. Wahrscheinlich ein Kaufmann sein. Gehen wir jetzt mal rein. Ja, gucken, was sie hier zu bieten hat. This is a pran may I don mourn in black if I'm try. Spiralförmig und Schmuckperle überzogen mit einer dünnen Lackschicht, die sich vor Abnutzung und Verschleiß schützte. Die Hand einer Mutter flocht diese Strähnchen und segne sie. Ihr Einfluss schützt den Träger vor Schaden durch Gift. Das kaufen wir noch nicht. Hand in this and may the bell. Leeres Galle-Gefäß. Gefäß aus Kristall. Das können wir jetzt noch nicht kaufen, leider. Ein Schlüssel. Feast your eyes on the envy and may my. Hauptschlüssel, geschmiedet aus Stahl. Die Hitze des Schwertes, das große Gesetz, das sich trug, drang selbst durch die gelben Mauern und kündete von seiner Ankunft an. Okay, das müssen wir uns merken, dass wir hier die ganzen Sachen bekommen. Genug Kohle habe ich jetzt auch noch nicht. Sammeln wir erstmal wieder. Okay, das wird jetzt spannend. Oh! Oh! Das war ja dumm. Das war ja sehr dumm. Oh, ärgerlich. Den ganzen Weg da wieder hinlaufen, ne? Aber das machen wir trotzdem nochmal schnell. Ja, wie geil, macht seinen Move und dann... Na gut.
Aber gib mir mal Kohle. So. Na super. Ah, immer dagegen, ne? Aber 9000, aber wir wollen, ich glaube, ich will eher den Schlüssel haben. Den haben wir schon für irgendwas gebraucht, aber naja. So. Oh nein! Oh, oh. Muss noch mal schnell, da muss ich nur schnell sein, da muss ich schnell sein. Mir gerade aufgefallen. Na gut. Scheiße. Nein, ich schleide auch mal wieder hin. So. Wir haben die Kohle, sondern wir gehen mal rein. Ich weiß ja nicht, wofür wir die Schlüssel gebrauchen können, aber eventuell kommt er irgendwann ein Schloss und wir können ihn da benutzen. Deswegen lass uns ihn auch ruhig mal mitnehmen. Feast your eyes on the MMI. So. Den haben wir. Danke. Jetzt versuchen wir nochmal. Das gute Gespringe da. Mann. Mit deinem Husten hier. So. Nein! Oh, na gut, da gelandet, das geht noch. Oh. Nein! Oh. Da muss man echt schnell rennen, wa? Haben wir was da hinten direkt? Auf jeden Fall kommen wir. Irgendwo eine Abkürzung gibt es. Muss ich nochmal probieren. Ich dachte, ich komme da durch. Ja. Oh. Arsch.
ganzes Leben verbraucht hier. So oft, wie ich jetzt sterbe, kann ich wahrscheinlich nachher irgendwann hier komplett durchlaufen. Nein! Boah, zu schnell. Ah, weißt du was? Ich mache jetzt trotzdem eine Pause hier, weil ich glaube, das bringt jetzt nichts. Aber wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss!